Jo Leute, willkommen zurück zu Black Mesa's Horse. Wo sind wir? Ich kann mich an das hier gar nicht erinnern. Hallo? Der Fahrstuhl, ja, das kenne ich. Wenn wir diesen Fahrstuhl aktivieren, geht die Luke oben auf und 1000 Headcrabs springen uns auf den Schädel. Geil! Ja, das war bei, das war damals schon so gewesen. Kommt man hier rein? Darum kenne ich gar nicht. Was ist das denn? Hm? Ein toter Headcrab auf dem Dingens da. Boah, dann tippt man mir so ein und dann die fette Scheiße ab. Was? Warum funzt das nicht? Muss ich erst Strom anmachen oder wie? Wo führt mich dieser Weg denn hin? Okay, das gab's auch vorher nicht bei Half-Life 1. Den jetzt hin? Ich hab hier gerade Vollschüsse, wie eine Headcrab jetzt von meiner Fresse auftaucht. Komm her. Got raping time. Okay, geil, die kaputt machen. Warum nicht? Lampe! Hallo? Oh! Muni, ja, nehme ich gern mit, aber. Bringt mir das jetzt auf was? Ach, hier bin ich jetzt, okay. Oh, der Crap. Bam, 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 bam. Stirb. Hier, jetzt hier im Film rein. Was steht da drauf? Me to you. Was? Okay, wie zoom? Ah. To me to you. You. Stirb. Ist hier was drin? Nein. Okay, meine Panzerung kann ich nicht aufladen, schade. Oh, ha, jetzt machen wir den Strom an. Stehe. Interessant. Warum nicht? Okay, jetzt müsste das Ganze hier funktionieren, aber erstmal gucken, ob ich das hier anmachen kann. Schade. Okay, jetzt geht die Kacke ab hier. Wer kommt hier? Wer kommt hier? Ups. Sorry. Da kommen sie. Kommt her. Bam. Wow. Mach keinen Scheiß, Headcrab. Stirb. Was soll das? Bam. Was? Ich hab Angst, Mama. Aber links müsste so eine Abzweigung sein, genau. Ah. Was soll das? Woo! Oh yeah! Ey! Chill mal! Chill mal! Ah, fickt euch doch! Ist denn irgendwas sonst? Nö. Okay. Damals gab's hier. Was ist das für ein Raum? Okay, jetzt muss ich die Panzerung aufladen. Oh, mal powern hier! Lichteffekte sind cool mit den Teilen hier. Das ist echt cool gemacht. Ich speichere mal kurz, weil das war ja doch eine ziemlich heikle Mission. Also Situation. Hier ist nichts weiter. Das fängt an zu laggen. Warum nicht? Okay. Ich kann nichts weiter machen. Was ist das für ein Raum? Komm ich da rein? Schade. Muni. Ja, nehme ich gern mit. Gut, dann war's das hier. Ja, das war auch nur ein Bonusraum gewesen bei Half-Life 1. Das war jetzt nichts Besonderes gewesen. Eigentlich war da auch Energie drin gewesen, aber okay. Mit Panzerung gebe ich mich auch zufrieden, besser als nichts. Muss ich noch versuchen, hier runterzukommen lebend. Aber mit meiner mein Bein juckt. Ah, so, jetzt geht's wieder. Und. Müssen wir bedienen? Ne, schade. Kisten zerstören. Bei Half-Life 1 musste man damals Kisten zerstören, um für euch zu kriegen. So eine Kiste zum Beispiel. Aber ist jetzt nichts drin irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass es hier gar nicht gibt. Also dass es hier nicht so ist mit den Kisten. Doch! Ha! Okay, gut. Kisten zerstören. Okay. Oh ja, gib mir Muni, gib mir Muni! So, ey, cool, Energy. Energizer aufladen hier.
gut. Was haben wir hier? Wenn ich rein. Was ist da am Wasser? Was blubbert hier so? Keine Ahnung. Grafikbug wahrscheinlich. Wow. Mach ich auch noch das Tor? Nein, schade. Gut, dann ist hier die zweite. Dann gehen wir mal zurück. Eine Pistole nehmen. Okay, jetzt habe ich so viel Munition. Ich glaube, jetzt kann ich nur die Pistole nutzen. Das würde allemal reichen. Was zur Hölle, warum leckt das so? Ach du Scheiße! Ups. In die Tiefen des Hades. Gut. Meine Kiste. Gut, nichts drin. Schade. Hätte da klappen können. Was leckt denn das alles hier so? Es kratzt mich gerade so ein bisschen an. Das sollte es gar nicht tun. Mann! Jetzt ruf hier mit dir. Was ist passiert? Oh, hallo? Ich könnte von hier aus hinspringen oder ich könnte da irgendwie einen anderen Weg nehmen. Da ich das Hinspringen vom anderen Spiel kenne, werde ich mal hier in die Luke reingehen. Hallo? Ladedaten! Ha, hat man lange nicht mehr gehabt. Ach ja. Aber irgendwie mag ich das Spiel, also es ist... Okay, ich sag's in jedem Part, das ist einfach mal Hammer, hier, was sie rausgeholt haben aus dem Game. Aber ich wiederhole mich mal wieder viel zu oft und ich werde versuchen, das nicht mehr so oft zu wiederholen. Denn ihr seht ja selber, was aus Half-Life 1 geworden ist. Hey, da kann ich doch durch, oder? Nein. Okay. Dann eben nicht. Kann ich alt haben. Ich gehe jetzt mal den anderen Weg noch gucken, was da ist. Enemenemu und raus bist du. Als raus ist, gehe ich hier runter. Okay, letztendlich bin ich denselben Weg rausgekommen. Ist nichts drin? Schade. Was? Tschüss. Juhu. Achso, das ist die andere Seite jetzt. Okay. Gut, dann zerstören wir ein paar Kisten. Yay. Ach du Scheiße. Yay. Wow. Alter. Artillerie hier. Wie lebt so ein scheiß Vieh? Stirb. Mach mir keine Hunde. Gut. Hab ich. Ich geh einfach mal so über den Weg runter hier. Sesam, öffne dich. Ha. Was juckt denn mein Bein die ganze Zeit? Was ist denn das da? Mückenstich oder so? Scheiß Mücken. Oh mein Gott, ein glitschendes Bein. Ah! Oh! Und Fleisch. Ich jetzt mache so eine ekelhafte Geräusche, ey. Pff. So, ich werde meine ganzen Ketten hier töten. Aber weil ich es kann. Und weil ich diese Scheißviecher nicht mag. Gut. Sämtliche Kletten erledigt. Wie komme ich jetzt da rüber? Okay, Abtauchen bringt nichts. Mal hier so kicken? Ah. Haha. Cool. Gibt's auch so eine Schnellspeichertaste? Das wäre ja ganz cool. Ich guck mal kurz nach, Leute. Was? Rennen auf Wechsel tief. Ja, wirst schon recht haben. Oh, Schnellspeichern. Schnellspeichern F6 und F9. Welche merken? Lebt er noch? Nein, sieht nicht so aus.
Ach ja. Überall Fässer hier. Ich gebe Paranoia. Ist hier noch irgendwas? Nein. Schade. Hat die Säure halt voll gerotzt, ey. Bäh. Hallo? Mein Zuhause? Oh, was ist das? Ja, genau. Sehr einfacher Feuer-Notfallausgang. Warum? Warum ist so ein Abdichtungsteil in der Kiste? Ich hab Munition reinzupacken, weißt du? Nein, da machen wir so eine Abdichtungsluke da rein. Und das brauchen wir auch noch. Und das hätte nicht reingepasst. Oh. Frag mich jetzt nicht, warum ich sie mitgenommen habe. Einfach weil ich es kann. Die Springpassage, ja, die kenne ich auch noch zu gut. Ich hasse diese Springpassage, habe ich damals verkackt laufend. Ich weiß nicht, wie hier ist, aber hier wird es ein bisschen präziser sein mit der Steuerung. Kommt da wie rein? Leider nicht. Okay. F6 und ab geht die Luzi. Nein! Wambo? Die Scheiße bewegt sich ja sogar. Okay. Komm ich irgendwie auf einen anderen Weg dahin? Was ist das für andere Kisten? Also das ist der richtige Weg, aber was sind das für andere Wege noch da unten? Ich schicke das mal kurz ab, Leute. Mal wissen, was es ist. Nein! Oh fuck! Ich war einmal, Leute! Weiß ich, hätte nicht direkt ins Wasser reinfallen können. Nein, man musste direkt auf die Kiste aufschlagen. Das war ja eigentlich schon sehr kunstvoller Sprung. Kann ich sie noch abschießen? Nein. Jetzt aber. Oh Gott! Nervenkitzel! Also ein Speedrun wird das hier nicht. Was ist das noch für Kisten? Ich sie wegschieben? Aus dem Weg, Kiste! Okay, da ist nichts. Manu ab, du scheiß Kiste! Oh Gott. Bin ich jetzt so? Ey, das ist ein offizielles Plakat, das gibt's wirklich. Oh, stirb. Nichts drin, schade. Hallo? Okay. Oh Gott. Nein, stirb. Mann. Junkies. Weißt du, da kommt die ganze Zeit kein Vieh, weißt du, auf einmal voll in der Fresse. Fällt auf einmal zu leuchten wie Fukushima, ey. Ja, komm her. Oh, auch einer? Okay, Hundi! Oh Gott! Warum verschwindest du nicht im Boden? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Das ist ekelhaft. Was ist das? Nein, ich will das haben. Also, ich hab schon voll. Dann nehme ich es mit. Gut, geht nicht auf. So wie gut schwabbelt. Ist das lustig? Ist was drin? Okay. So, Medikit, du kommst mit. Knopf drücken und was hier? Ladedaten. Okay, damit ende ich diesen Part, Leute. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geachtet, weil ich meinen Wecker nicht gestellt habe. Ich würde mal sagen, man sieht sich im nächsten Part, Leute, und bleibt dran. Es wird spannend. Und es lohnt sich. Also dann, Ladedaten. Also dann. Willst du mich verarschen? Hörst du jetzt auf zu laden? Ich möchte gerne diese Aufnahme beenden, weil mir ist aufgefallen, ich kann weder aufnehmen noch die Aufnahme abbrechen, wenn ein Ladedatenbalken da ist. Aber okay. Gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.